Herzlich willkommen bei fröhlicher Musik im Dorf. Wir starten gerade die Aufnahme schon jetzt los. Hallo ihr Lieben. Ja, ich find's cool. Steigt die Stimmung. Ich find's cool. Der Händler ist wieder da. Jetzt weiß ich noch nicht, wo er hin ist. Handel mal mit dem Händler. Ich handle mal mit dem Händler, aber ich gucke erstmal, wo er hin ist. Wo ist er denn hin? Hat jemand Händler gesehen? Der versteckt sich vor dir. Kann man nicht auf der Minimap, konnte man doch NPCs einblenden, ne? Was war das? Das war ein Freundschaft. Das war klingonisch. Ja, genau. Das war dorfbewohnerisch. Bau doch erstmal das Buch. Vielleicht kannst du über das Buch ja sehen, wo unsere Bewohner sich gerade verstecken. Das stimmt, das könnte sein. Also, wir haben nachgeschaut. Von der letzten Folge bis zu dieser Folge ging es um Tektopia Information. Das war die Mod, die wir installiert haben, ohne zu wissen, wie es überhaupt funktioniert. Das war natürlich sehr schlau, denn es steht eigentlich dabei, wie es funktioniert. Aber so sind wir. Wir sind ja immer unvorbereitet. Absolut. Quasi, fast. Und so. Und wir machen ein Book. Ein Standardbuch, ein Minecraft-Buch. Dazu brauchen wir dreimal Papier. Und dann machen wir Sugarcane. Okay. So, dann haben wir. Soll ich dir auch eins? Ich mach dir auch eins, oder? Ich mach direkt eins. Ja, machen Sie mir auch eins, bitte. Was haben wir denn für einen Boden? Mach ich denn hier einzeln raus? Okay. Dein Boden. Ich hab zu viel Papier gemacht. Boden haben wir. Okay, alles klar. Beschwert sich. Sie knurrt voll. Ja, bei dem würde ich auch knurren. Ziegelsteinboden haben wir. So, jetzt haben wir zwei Bücher und damit wir dieses Buch nutzen können, soll man einfach irgendeinen Bewohner hier anklicken mit Rechtsklick. Ah ja, genau. Tektopia Information. Wird das jetzt direkt zu dem Buch? Warte mal. Ist das jetzt schon das Buch permanent? Stickbook. Ah ne, man nimmt ein Standardbuch. Pass auf, ich bring dir mal ein Buch vorbei. Ich passe auf. Aber so richtig. Da ist er. So. Drop it like it's hot. Was? So. Und dann Rechtsklick? Und Rechtsklick auf den Bewohner. Und so, dann siehst du zum Beispiel, ich habe jetzt hier Elaine Bookworm. Warten Sie. Bleiben Sie stehen, Bewohner. Bleiben Sie stehen. Ist ja cool. Okay. Oh, wow. Cool. Das ist ja also, cool. Die Position von unserem Dorf. Wie viele Strukturen, wie viele Bewohner. Das ist ja cool. Residence without bed. Total okay. Positions. Dann haben wir die Strukturen. Okay. Home Types. Ah, wie geil ist das denn? Da siehst du direkt, ob die Häuser gut sind oder nicht. Wo siehst du das bei? Du kannst, wenn du auf die links auf das Häuserbildchen klickst. Structures are Homes. Genau, und dann unten Next Page. Und dann siehst du Home, Summary und das ist alles grün, weil wir genügend Tiles da drin haben. Na gut, steht nur valid, also dass es praktisch ein richtiges Haus ist, oder? Nee. Tiles 102, valid. Wahrscheinlich, weil genug Tiles drin sind. Moment, also ich glaube, ich bin falsch. Total Residence. Ah, dann siehst du, okay, Home 2. Aha, wie viele Kinder wohnen. Wo baue ich denn die Taverne hin? Und welche Betten noch leer sind und solche Sachen. Interessant. Ja, wollo. Voll die Statistik. Was haben wir noch? Die Residents. Guck mal, die sind richtig weit. Hier der Farmer zum Beispiel schon Level 42. Mhm. Die Ökonomie. Willst du noch ein... Ah, wir brauchen aber, wenn wir jetzt noch eine Mine eintauschen, brauchen wir noch mal ein Minenschild, ne? Ja, ich meine, im Endeffekt, wir haben einen Schmied. Macht der Schmied denn auch Sales History. Jetzt sieht man auch, was wir eingetauscht haben. Also 3 ist ein Mineshaft. Und wo ist... Was kostet der Minenarbeiter? Der Minenarbeiter kostet 4. Das heißt, wir haben jetzt noch 8 Dinger. Wir könnten jetzt 10 Emeralds haben. Wir können jetzt noch einen Minenarbeiter eintauschen und noch mal Minenschaft machen. Du meinst, dass noch ein zweiter buddelt? Ja, genau. Langt es nicht, einen zweiten Miner einfach zu machen, dass der in den gleichen Minenschacht geht? Oder nee, nimmt das der nicht? Machen die nicht. Der braucht einen eigenen. Ja? Okay. Dann tausche ich gerade mal ein, oder? Ja, ist halt die Frage. Ich meine, der Schmied müsste Sachen machen, also Werkzeuge, die wir dann beim Trader eintauschen können. Ja, aber dafür braucht er Material. Und Material bekommen wir ja nur von diesen Minenarbeitern. Und da jetzt
Dinger hinsetzen können wir nicht, weil wir gerade diese Verzauberung nicht zur Hand haben. Ach du Scheiße, ich sehe gerade unser Lumberjack, der Wiffere Bakaneko, das ist voll die Dumpfbacke, Intelligenz 8. Ja, weil wir keine Bibliothek haben. Also ich würde jetzt einen Miner eintauschen. Mhm, okay. So. Okay, jetzt muss ich gerade mal das Buch wegschauen. Was denn jetzt? Enjoy Techtopia and show your support at Pratern. Ah, okay. So, hier ist der Minenarbeiter. Kein Platz in meinen Taschen, verdammt. Was ist mit dem Baden los? Warum bist du so müde, Bade? Weil der keine Taverne hat und so viel spielt, stand in den Kommentaren. Wenn der zu viel spielt, wird der müde. Also soll er einfach weniger spielen in die Nase. Ich gucke jetzt mal den Schmied an, ob der denn Werkzeuge machen würde. Also ob man dem sagen kann, mach zum Beispiel Diamantschwerter oder sowas in der Art. Aber wir haben ja keine grünen Diamanten. Nein? Hat er keine Rost? Oh, der ist gar nicht zu Hause. Wo ist denn der? Also wir haben zwei, ich glaube zwei Diamanten haben wir, glaube ich. Die der selbst erwirtschaftet hat sozusagen. Genau, und die helfen uns nicht wirklich. Und das Problem ist gerade, wir kommen auch nicht an diese Verzauberung ran, um da irgendwelche Dinger zu setzen. Hier ist der Schmied drin. Moin. Quatsch, ich muss das Buch. Das leuchtet das Schild. Hier das. So, und wir brauchen auch diesen. Ja, du kannst hier dem sagen, was er craften soll. Ja, dann. Ja. Mach mal. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, was. Schwerter hast du gesagt. Aber das ändert sich ja eh jeden Tag. Okay, dann lasse ich es einfach mal. Sollen wir machen, was er denkt. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass er Goldbarren machen soll, weil Goldbarren konnten wir auch eintauschen. Haben wir denn grüne? Wir haben keine Goldbarren. Ich kann mich nicht erinnern, dass er Goldbarren reingedingst hat. Dingst. Der Bade will ein Bier, hat er gerade durch. Ja, der will eine Taverne haben, aber dafür brauchen wir 45 Emeralds. Hatte die vielleicht in seiner Werkstatt, die Barren? Also wenn er Eisen hat oder Material? Wahrscheinlich schon, ne? Nee, also... Also in Kisten liegt es nicht drin? Nee, also ich denke, die holt er sich raus, er macht die Materialien und bringt sie dann zurück ins Lager. Also ich glaube langfristig, ja, hat hier nichts drin. Nutzt er denn grüne Kohle? Ja. Ah, hier macht er weiße Kohle. Die klaue ich immer. Aus Sicherheitsgründen. Ja, der Rest ist alles grün. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ich werfe die Stickies weg. So, die Stickies können irgendwie despawnen. Das heißt, der Miner bringt nicht genügend Material aus. Aber du hast jetzt einen Miner eingetauscht, ne? Ich habe jetzt, noch eine neue Mine gesetzt. Und also zwei Minen haben wir jetzt sitzen, stehen, wie auch immer. Hast du einen sitzen? Ja. Und das ohne Alkohol. Und wir müssen jetzt noch einen Bewohner zum Minenarbeiter machen. Ich mach jetzt mal den Zaun weg. Wir können quasi noch ein Kind spawnen. Wir haben ja Herzen, oder? Wir haben Herzen, genau. Und... Tut ja auch nicht weh, noch ein Häuschen zu bauen. Ach, da brauchen wir schon wieder aber ein Haus, ein Bewohner-Dings-Schild. Hier haben wir aber 6. Wir haben hier ein Bett frei. Die gelben waren frei, ne? Ach so, jetzt habe ich mich da reingelegt. Auch gut. So, ich habe jetzt ein Baby gespawnt. Oh mein Gott, es ist ein Junge gespawnt. Ich glaub's ja nicht. Ein Junge. Welch Glück. Kann ich den direkt zum Minenarbeiter machen? Nee, der schläft auch schon. Du ist brav, direkt ins Bett gehen. Und die meine Taschen sind voll, wie immer. Und wie süß, die Erwachsenen sitzen alle rundherum am Tisch. Naja gut, Nachwuchs fürs Dorf, ne? Ja, und aus dem machen wir dann den Minenarbeiter. Was ist der denn? Wahrscheinlich sieht man das noch gar nicht, was der ist, ne? Warte mal. Der Helmut. Hey, what? Was? Helmut? Ja. Hey, Helmut, na? Helmut. Alte Socke. Ja. So, ich tacke jetzt mal den Zaun hier ein bisschen weg. Mhm. Der Helmut. Helmut, der Junge. Der junge Helmut.
So, jetzt so gerade so still gewesen. Wir waren noch da. Die ja. Konzentrationsphase. Ja, richtig. Ich wollte Stein machen. Ich brauche Steine. Für den Boden. Und ich brauche Heu. Ganz viel Heu brauche ich. Du baust jetzt was? Eine Taverne? Nee, ich baue jetzt erstmal einen Stall. Okay. Alter, wir brauchen ganz viele Emeralds. Ja, ist irgendwie doof, gell? Man kommt nicht vorwärts. Ich wollte die Frau überreden mit mir Minecraft RL. Nee, das kannst du vergessen. Ich habe das gestern getestet. Ich bin 6-mal gestorben direkt am Anfang. Das geht gar nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Spaß haben wollt. Nein. Das Spieler, also das Modpack heißt RLcraft. Ja, zum Verrecken nicht. Die Frau hatte richtig Bock. Am Arsch habe ich da Bock drauf. Das kannst du mal ganz schön vergessen, mein Freund. Ach, Frau. Ah ja, ach Mann. Die Zuschauer würden es gern sehen. Das ist schön für die Zuschauer. Ein bisschen rumrätschen. Also wer das nicht kennt, RLcraft, also Richard Ludwig und dann Craft. Das ist eine Mod, die praktisch ein Hardcore-Minecraft. Die ist ganz blöd. Die wollt ihr nicht sehen. Ein Hardcore-Minecraft ins Leben ruft. Das wollt ihr nicht sehen. Da gibt es Drachen, Alfies. Das ist, ja. Aber wir können es mal im Livestream spielen, oder? Auch da nicht. Warum? Wo ist denn meine Axt hin? Sei offen für neue Dinge. Ich war offen für neue Dinge und habe sie gestern getestet, weil ich informiert in dieses Spiel rein wollte. Und dann? Bin erstmal direkt im Wasser gespawnt, dann wurde ich 3-mal von irgendwelchen Meerjungfrauen gekillt, dann bin ich woanders gespawnt. Und da wurde ich dann von so komischen Käfern da war es dann ein Zombie. Und dann bin ich erfroren, dann hatte ich Hyperdings da irgendwas. Hypothermie, ja. Ja. Kannst du vergessen. Ich fand das witzig, weil es auch ein anderes Crafting-System hat und so. Ja, total. Fand ich auch total witzig. Hast du auch Spaß gehabt, ja? Ja, aber so richtig. Ich hätte jetzt gerne diese Verarscher, diese Verzauberung da. Die Verarscher? Was warum sprichst du, Frau? Verzauberung, ja, diese halt. Verarscherverzauberung, wer kennt sie nicht? Also wirklich, ja. Du hast gar keine Ahnung. Ich baue die Klötze für die Bewohner ab und für die Miner ab und die Miner. Jetzt habe ich das Ding vergessen. Oh Mann, das blaue Zeugs. Labis Lazuli? Ja, genau. Hier hast du ja zweierlei. Auch ein blaues Zeugs. Töne genommen. Lapis Lazuli. Was habe ich? Ich habe heute. Was ist mit deinem Sprachgebrauch? Ja. Ich habe keine Ahnung, was du damit gemacht hast. Liebe Zuschauer, ich war früher ein Linguist. Ich habe die Worte raus, ganze Sätze gebildet und so. Ihr glaubt es vielleicht gar nicht. Bin ich verheiratet? Ja, also. Du hast mir heute einen Knoten in die Zunge gemacht. Das ist. Das jede Aufnahme. Ist das noch nicht aufgefallen? Das ist gar nicht wahr. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, das ist. Aha, du mich auch. Hier kann ich Effizienz und Effizienz. Na, das ist ja wunderbar. Silk Touch. Da unten gibt es Silk Touch. Ich brauche Level 30. Alles klar. Und Silk Touch ist das, was wir brauchen. Okay. Können wir nicht eine Mob-Farm bauen? Du hast doch in einer der letzten Folgen hast du doch einen Zombie-Spawner und einen Spinnen-Spawner gefunden. Beziehungsweise einen Spinnen-Spawner haben wir, glaube ich, zusammengefunden. Das mache ich jetzt. Jetzt habe ich es gerade gedeckert. Oh. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt erstmal meine Taschen leer machen und dann kommst du mit mir mit und wir bauen die Mobfarm aus. Ich hatte sowas befürchtet. So. Du musst mich beschützen beim Mobfarm aufbauen, ausbauen. So, erstmal mache ich das Holz weg. So. Ach nee, das Holz können wir eigentlich gebrauchen. Ich mache mal den Stein weg. Ach, guck mal, hier haben wir so viel Stein, das kann ich erstmal einschmelzen, bevor wir losgehen. Ah ne, haben wir ja sogar schon Stein ein. Ich überlege, wie viel Arbeit wir hatten, den blöden Zaun zu setzen. Ja gut, der andere bleibt ja stehen. Und den können wir ja nach und nach abbauen, den müssen wir ja nicht sofort abbauen. Ich habe jetzt die Folge gesetzt, Zaun wegkloppen. Ja, dann. Wie schön die Dia-Axt, wie lange die hält. Ja. So. Ich wollte meine Tasche leer machen, ne? So. Ich habe immer noch Schmodder in meiner Tasche. Moment mal. So.
Ich kann das Holz hier noch wegmachen, das brauchen wir später. Das Cooking for Blockheads, das kann ich auch erstmal rausholen, das brauche ich auch später. Ja, sieht viel besser aus Das jetzt. stelle ich ins Bücherregal. Ich habe jetzt die Hälfte des Sounds habe ich weggetackert. Ich bin stolz auf dich. Und mein Inventar ist voll dem Quatsch. Dann, die können wir auch verbrennen, die Zäune. Entweder. Nix, nix. Dann mach die hier oben. Ich brauche Ab Eimer. jetzt in die Unsortiertkiste. Ich brauche Eimer. 1, 2, 3. Was sind das hier? Ein Hopper gibt es hier zwei Stück. Ja, das ist. Golden Horse Armor. Ich hätte gerne einen Gaul. Pferde waren hier irgendwo in der Nähe. Die musste, glaube ich, mit Äpfeln zähmen. Die Pferde. Und dann könnten wir Äpfeln. theoretisch ausreiten. Wir haben nur die Äpfel von den Bewohnern. Nee, wir haben Äpfel Da in sind drei der. Äpfel. Wir haben aber auch Äpfel hier in der Kiste. Hier und oben müsste Obst sein, in der Obstkiste. Dann Obst nehme und ich mir mal die acht Gemüse. Äpfel mit und guck mal nach. Oh, das ist ja der Junge. Hallo Junge. Na Henry? Nee, Harald, Helmut, Klaus, Peter. Helmut. Von Anglizismen, ne? Hier, Helmut. Helmut Hayward. Hey, Mr. Hayward. So, ich gehe mal Wasser holen. Was wollte ich machen? Ich wollte gucken, dass wir einen Gaul finden. Also, habe ich Zäune? Ich habe keine Zäune. Ich brauche, glaube ich, In einen der Kiste Zaun. unsortiert, unten im Lager, habe ich eben Ja, vollgepackt. ah ne, Zäune habe ich 17 Stück. Dark Oak Fence habe ich. Und ansonsten ist auch unser. Oh, der Siehst Male du, es ist geht bei mir so, auch los. der Male ist so niedlich. Der hat seinen Platz im Kallax-Regal gefunden. Hä, was ist denn hier hinten los? Hast du hier den Berg weggetackert, wo du den Zaun gesetzt hast? Das sieht so aus, ne? Nee, der war so. Der war so abgehackt? Ja. Echt? Ja. Das ist wie so eine Schneise. Hast du einen Gaul gesehen? Nee, ich glaube, in die Richtung da ist ein Gaul. Guck mal da hinten. In welche Richtung da? Okay. Richtung East. East. Richtung Ostern. So, Der Sonne entgegen. Aber das ist der Außenzaun. Haben wir einen jetzt liegt Durchgang der irgendwo? Marley auf meiner Maushand. Marley, dein Kallax-Regal ist die Grenze. Hat sie hier einen Ausgang gemacht? Ja, hier. Ich habe überall Ausgänge gemacht. Jetzt runter in die Höhle. Eine Drohung. Ich mache jetzt das Dings auf. Ich hatte das noch nicht aufgemacht. Was hast du aufgemacht? Diesen Spawner. Oh, ich höre Spinnen. Ich dachte, ich sollte dich beschützen. Ja, aber du gehst ja jetzt Pferde jagen, also gehe ich jetzt in die Höhle. Mit mir kann man Pferde stehlen. Ich mache die jetzt auf. Oh, nein, oh mein Gott, Creeper. Ja, geil. Ich hätte mich gar nicht da rein. Geht schon wieder los. Ich hätte mich. Geh weg, geh weg. Ich hätte mich gar nicht reinbuddeln brauchen, weil hier ist ein Eingang. Quasi von der Mine hätten wir. Warte mal, ich komme mal zu dir. Oh Mann, Marley, das geht so nicht. Leg dich mal wieder Was in den machst du? Zockst du Kallax-Regal. mit Katzenhandicap? Der Marley liegt, ja genau, rechts neben meinem Schreibtisch steht ja jetzt das Kallax-Regal. Und da ist quasi auf meiner Maushandhöhe ist ein Regal frei und da habe ich eine Decke reingelegt. Und da liegt der Mali gerade drin und der legt seinen Kopf auf meine Maushand. Unverschämter, der Kater will schmusen. Das ist, Das also, ist, nee, finde auch, der das pennt. ist so ein negativer Effekt. Der pennt. Der schläft. Ja, das ist die beruhigende Art, weil wenn du Minecraft spielst. Wenn du jetzt in die Höhle gehst, wird er sich so oft erschrecken. Er lässt sich jetzt gerade den Kopf krabbeln, das findet er gut. Er findet das nicht gut. Ich baue jetzt. Also, ich habe keine Ich bin Pferde eine Spinne. gefunden. Wo bist du? Bist du unter mir? Oder? Ich bin in der. Bist du durch den Haupteingang rein? Ich bin durch die. Durch die Leiter runter. Welche Da ist Leiter? eine Leiter. Hast du die markiert? Glaube nicht. Und wo ist der Leiterabstieg?
keine circa. Ahnung, soll ich dich abholen kommen? Bitte. Oder zumindest an die Stelle mal an die Oberfläche, wo die Leiter ist. Warten Sie. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Entschuldigung. Na, wohl sein. Mhm. So, hier. Ah, da. Mensch, Marley, du machst dich immer länger. Das geht so nicht. Oh, da geht es ja tief runter. Ja, Hallo. Ich habe mich auch hochgebuddelt. Ach, weil du den Spawner markieren wolltest. Stimmt, das hast du erzählt. Genau, ja. Ich habe den Spawner gefunden und habe mich dann hier hochgebuddelt. In der Hoffnung, dass ich nicht auf Lava stoße. Nee, stopp, stopp, stopp. Du bist schon dran vorbei. So. Kannst du das hier, kannst du das hier einsammeln, was hier liegt? Ja. Weil meine Tasche ist voll. Soll ich die Kisten mitnehmen? Ja, kannst du gerne machen. Und du kannst, wie viel Taschenplatz hast du noch frei? Kann ich dir sagen, wenn ich 4. Okay, dann nehmen das mit und das mit und 2 Sattel. Und die Sattel brauchst du für das Pferd. Richtig. So, ich mach das hier schon mal zu. Nee, das kannst du so lassen. Ja gut, nimm das mit. Aber du hast noch keinen Platz mehr, hast du gesagt. Stimmt. Dann stell hier eine Kiste hin. Hier, da, an die Seite. Da oben in das Loch. Jawohl. Bitte. Kleinen Moment. Eine. Mach ich jetzt hier Platten und Schallplatten rein, oder? Oder soll man lieber safen? Nee, lass die bringst du jetzt. Dann mach ich die Seeds hier rein. So. Jetzt kann ich mir die Schiene holen. Gehört auch zu dem Höhlensystem, wo wir vorher drin waren. Ich hab dir mal ein Bild geschickt. Ja, genau. So, dann bringe ich mal den Kram nach Hause. Genau, du bringst den Kram nach Hause und ich räume hier gerade noch so ein rote Beete-Samen habe ich noch gefunden. Und einen Eimer. Rote Beete-Samen hatten wir ja schon. Ja gut, aber es macht ja nichts, wenn wir nochmal welche haben. Die rote Beete-Samen können wir auch oben in den Komposter schmeißen. Nehmen wir das mal da. So. Na ach, du ahnst es nicht. Ja, genau. Was denn? Ich hab die Fackel weggemacht. Schon spawnen die Zombies. Jawollo. So, ich hab nochmal ein paar Ladeuchten drauf gemacht auf das Ding. Aber man weiß ja so ganz grob, wo es lang geht. Hast du den Weg eigentlich hier so schön angelegt? Ja, wahrscheinlich. Sieht echt gut aus. Kann schon sein, ja. So. Ich brauche jetzt Level 30, damit wir hier oben das Eisen abbauen können. Na gut, ich lasse das Eisen da drin. Ich habe vergessen, wie tief wir buddeln müssen. Ich glaube 3 tief. Soll ich Sattel und Schallplatten bei Mob Crops reinmachen? Ja. Gerade noch das letzte Stück Zaun hier drüben weg. Mhm. Kannst du eine Tür mitbringen? Mhm. Also der Kater, ich habe hier gleich keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch. Lektiert er gerade deinen Schreibtisch? Ja, guck dir mal das WhatsApp-Bild an. So. Ein paar Fackeln setzen, wo es notwendig ist. Ja, mit dem Kopf liegt er schon fast auf der Tastatur. Mittlerweile. So. Ich bringe kurz den Kram heim. Mhm. Obwohl, ich hau das jetzt gerade in die Unsortiertkiste. Zack. Hier regt jemand auf. Was eine Tür hätte sie gern. Ja, bitte. Und hier ist auch schon Cobblestone. Das heißt, wir haben hier wohl schon mal zugemacht irgendwie.
Ja, das kann gut sein. Das war ja relativ häufig. Ja, ja, gut. Ich buddel mich ja gerade nach unten. Hier fehlt das halbe Dach auf dem großen Haus. Nee, das ist nicht fertig gebaut. Wir hatten das Dach nicht fertig gebaut. Ach so, ja, dann bau du das Dach fertig. Ich, Marley, ach Mensch, das geht so nicht. Ich kann so nicht spielen. Unverschämtheit. Ich bringe jetzt erstmal die Tür. Ja, und ich muss den... Ich laufe Richtung Tür. Bitte was? Der Kater liegt auf der Maus und bedient meine Maus. Spitzhacke. Sehr gut. In der nächsten Folge wird Marley die Rolle von Serendipity übernehmen und wird sie steuern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Dorf. Und jetzt haben wir auch eigentlich gezeigt, wie das mit dem Buch, mit dem Tectopia Information geht. Wahrscheinlich zahlreich schon in der letzten Folge drunter geschrieben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.